Und damit begrüße ich euch zu einem weiteren Part von Hammer Dither zu Portal 2. Heute wollen wir uns mit einem einfachen Monitor uns beschäftigen, sodass quasi ein Boss wie zum Beispiel Wheatley über einen Monitor dem Spieler ersichtlich ist, was wir natürlich hier an dieser Stelle brauchen, und wir beginnen auch gleich mit dem Monitor selbst, ist, dass wir quasi hier mittels des Block-Tools hier einen ganz normalen Block quasi ziehen. Und wie man ja schon sehen kann, es handelt sich ja hier noch um einen ganz normalen Block. Diesen wandeln wir hier zu einem Funk-Monitor um. Also mal sehen, Money, genau, Monitor. Und übernehmen. Und was wir natürlich jetzt noch bräuchten, ist, dass wir den nicht nur neben einen Namen, sondern auch noch eine passende Textur noch mitgeben, sodass dann quasi spätere abzubildende Objekte auch auf dem Monitor dargestellt werden können. Das heißt, wir brauchen quasi hier einen Monitor. Genau, Monitor. Und wie man natürlich jetzt hier demonstrativ sehen kann, sieht man für diesen Dev_TV-Monitor 1A jetzt nichts, aber das ist jetzt erstmal vollkommen von Irrelevanz. Wir bräuchten natürlich jetzt im besten Fall diesen. Man kann natürlich auch alternativ diesen normalen Monitor hier verwenden. Es könnte allerdings dann auch sein, dass, wenn man jetzt diese Textur verwendet und dann im Spiel darstellen möchte, dass dann Fehler bei der Texturdarstellung vorhanden sein können. Wissen tue ich es nicht. Ich orientiere mich hier an den TV-Monitor, und den möchten wir natürlich jetzt noch gerne übertragen. Und wie man natürlich hier bei diesem TV-Monitor sehen kann, dass natürlich die vertikalen schwarzen Bereiche hier richtig schön dargestellt, als auch die horizontalen weißen Bereiche jeweils hier einen TV-Bereich quasi darstellen. Und wenn wir das quasi jetzt so im späteren Spielverlauf übertragen würden, dann würden wir quasi für jeden einzelnen Kachelbereich, den wir hier eindeutig sehen, immer dasselbe Bild Kachel für Kachel sehen. Aber wir würden natürlich uns viel mehr darüber freuen, wenn wir den kompletten Monitor für das ein und dasselbe Bild verwenden können. Ergo richten wir es natürlich noch richtig schön aus und hätten quasi unseren Monitor der Begierde quasi erstellt. Was wir natürlich jetzt als nächstes bräuchten, wäre jetzt noch ein Zusatzraum, wo wir zum Beispiel Wheatley noch mit reinpacken. Ich habe das ja schon mal demonstrativ schon mal mit vorbereitet, und dass es hier ein großer Raum sein soll, hängt einfach damit zusammen, weil Wheatley einfach so ein Riesenvieh hier ist. Also sobald man ihn im Storyverlauf quasi durch GLaDOS hier ersetzt. Und jetzt bräuchten wir natürlich noch ein paar passende Momente, nämlich wir bräuchten auch noch eine Kamera. Das heißt, genau, wir bräuchten, wie bereits erwähnt, eine Kamera. Und es handelt sich hierbei um eine Point-Kamera. Und diese Point-Kamera soll natürlich dafür sorgen, dass jedes Objekt, was quasi aufgezeichnet werden soll, das wird natürlich dann aufgezeichnet und an einem beliebigen Monitor übertragen. Ich will den jetzt noch ein bisschen ausrichten, zum Beispiel hierhin. Und dann will ich die Kamera noch ein bisschen nach unten richten, sodass quasi Wheatley voll im Bild ist. So, was wir natürlich für diese Kamera bräuchten, natürlich, wer hätte schon gedacht, einen Namen. Und dann wäre das an dieser Stelle fast schon gewesen. Jetzt müssen wir lediglich nur noch dafür sorgen, dass quasi die Kamera mit dem jeweiligen Monitor quasi noch verbunden wird. Ergo, er wird hier noch ein weiteres Entity noch erstellt. Mal sehen, ebenfalls Kamera, und in dem Fall ist es hier ein Info-Camera-Link, was wir bräuchten. Und dieses Entity sorgt lediglich dafür, dass wir eine Kamera brauchen, die natürlich aktiv etwas aufzeichnen soll. In dem Fall ist es natürlich hier unsere Kamera selbst. Und dann bräuchten wir natürlich noch den Hinweis, welches Entity diese Kamera quasi benutzen soll. In dem Fall ist es natürlich unser Monitor. Und der wird natürlich auch gleich übertragen. Und das wäre auch schon fast alles gewesen. Man hat natürlich jetzt hier Wheatley, der wird natürlich über die Kamera aufgenommen. Camera Link leitet quasi dieses Bild an den Monitor weiter, und das wird dann hier im Spielverlauf dann dargestellt werden. Was wir natürlich jetzt noch bräuchten, ist, dass, ja, ich glaube, ich mache das erstmal lieber jetzt als später. Und zwar wollen wir natürlich noch diesen kompletten No-Draw-Block
noch mit einer schwarzen Textur noch mit belegen, sodass dann quasi hässliche Nebeneffekte durch Lichteinfälle und so weiter, die wir hier nicht haben möchten, quasi unterbinden. Ergo brauchen wir quasi hier einen weiteren eine weitere Textur. Und in dem Fall ist es quasi Tools Black, was wir hier diesbezüglich bräuchten. Und im Gegensatz zum TV-Monitor sieht man hier wirklich nichts, außer nur eine schwarze Textur. Und das ist natürlich auch unser Ziel. Wenn wir natürlich jetzt hier noch alles schön eindecken, dann haben wir hier einen kompletten dunklen Raum. Und optional kann man natürlich noch einige Lichtquellen noch mit einbinden, wie zum Beispiel hier einen Light Spot, der natürlich Whitley hier voll im Blickfeld hat. Als natürlich auch noch eine kleine Glühlampe, damit es noch ein bisschen hell ausschaut. Und last but not least brauchen wir natürlich auch noch ein Entity, wie zum Beispiel ein Logic Relay, der natürlich sagt, dass der Monitor als auch die Kamera aktiv gesetzt werden sollen. Ergo für diesen Logic Relay hier als Beispiel soll natürlich dafür dienen, wenn dieser Trigger quasi gesetzt wird, dann soll natürlich der Monitor aktiviert werden, die Kamera soll aktiviert werden und optional soll natürlich auch Wheatley hier noch eine Operation noch mit ausführen. Wichtig ist natürlich noch dabei zu beachten, dass selbst das Logic Relay auch noch eine Quelle braucht, damit dann quasi dieses Logic Relay gesteuert wird. In dem Fall ist es hier, dass wenn der Funk-Button quasi gedrückt wird, dass das Logic Relay dann gefeuert wird. Und im fertigen Spielverlauf sieht das zum Beispiel so aus. So, und dann sehen wir natürlich jetzt hier in unserem Monitorbereich Wheatley, wie ihr hier noch ein bisschen updanced. Und dann kann man natürlich auch schon sehen, dass das hier an dieser Stelle schon reichen soll. Man kann natürlich auch jetzt optional noch mit einbinden, wenn jetzt der Monitor jetzt hier auf aktiv gesetzt wird, dass dann zum Beispiel Wheatley noch irgendwelche Interaktionen oder Gespräche zum Spieler noch mit hindeutet. Aber das ist natürlich dann ebenfalls eine optionale Sache. Und ansonsten wäre das jetzt an dieser Stelle gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sollte es euch gefallen haben, könnt ihr mir ganz gerne hier ein Däumchen mehr nach oben geben. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschö mit euch.